So, Freunde, im heutigen Video schauen wir uns Octavia an. Octavia ist ein relativ neues AI-Projekt. Ich stelle euch heute das mal vor. Ich würde sagen, wir switchen direkt Szene und dann stelle ich euch das Ganze einmal vor. So, wir sind jetzt hier in einer anderen Szene und zwar stelle ich euch jetzt mal Octavia vor, Freunde. Octavia ist ein neues AI-Projekt, was jetzt erst vor wenigen Tagen gelauncht ist und auch direkt auch auf Bitpanda jetzt rauskam. Super cool. Ich bin direkt bei Launch vom Spotlight von Octavia rein und habe es nicht bereut. Aber schauen wir uns das Ganze an, wieso sollte man sich den VR-Token kaufen? Genau, hier sieht man einmal so die coolsten Main-Features, was dieses Projekt macht. Zum einen haben wir hier bei Crypto Sidekick Crypto Insights und Analysen dann hier Octavia einem geben. Automatisierte Web3-Aufgaben kann Octavia für dich erledigen. Du musst einfach nur Octavia sagen, was es tun muss in Zukunft. Dann haben wir hier bei Community Power-Up auch ebenfalls ist Octavia jetzt bereits schon für Communities ausgelegt. Heißt, wenn ihr einen Discord-Server habt, wenn ihr Telegram-Gruppen-Owner seid, ganz egal was von beiden, könnt ihr diesen Bot auch schon hinzufügen. Super einfach. Also habe ich auch schon bei meiner Telegram-Gruppe hinzugefügt. Den Octavia-Bot könnt ihr gerne drauf joinen und dann einfach mal schreiben, hey Octavia, also markiert Octavia-Bot, also at Octavia, wie kann ich am besten 1000 Euro investieren in Krypto, wenn ich noch keine Ahnung habe. Zum Beispiel, ihr könnt Octavia zum Beispiel das fragen oder auch ganz andere Fragen, alles rund um Web3, Krypto, Gaming und so weiter. Könnt ihr gerne auf euren Telegram-Gruppe joinen. Erster Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann ein bisschen interagieren mit dem Octavia-Bot. Super cool. Hier könnt ihr ebenfalls die Partner sehen von Octavia. Also wir haben ja auch ChainGPT, sehr, sehr cooles Projekt. DexCheck auch ganz cool. Wir haben hier auch GMX, wir haben Solidus AI, wir haben hier Decubate und ja, ein paar andere noch. Wir können jetzt hier gerade nochmal die Roadmap. Wir können jetzt gerade noch mal eine der wichtigsten Sachen angehen und zwar die Roadmap. Die Roadmap besagt Q1, dass hier einmal der Launch vom Token ist, das ist jetzt eben geschehen. Dann List on, also auf zwei Top 10 Centralized Exchanges Listen. Ja, ob Bitpanda jetzt dazugezählt hat, weiß ich nicht. Aber ansonsten gibt es den auf Gate.io und auf Maxi, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das sind die zwei gemeint. Ansonsten haben sie hier vor, Q1 mit dem Bot die 200.000 aktive User zu erreichen. Derzeit sind es über 150.000, also schon mal sehr, sehr gut. Dann haben sie hier vor, 2 Millionen Conversations with Octavia zu erreichen. Also 2 Millionen Interaktionen, Konversationen von den Usern mit Octavia. Q2 ist dann geplant, unter anderem zwei wichtige Sachen, die mir direkt ins Auge springen, und zwar Refer to Earn Launch. Users can introduce Octavia's Moderation Tool to new paying clients to earn a staking or bulk token bonus. Und als zweites, was Q2 auch noch sehr cool ist, ist die Octavia API kommt hier raus, beziehungsweise bringen sie raus oder haben sie vor. Damit könnt ihr halt eure Applikationen, Web3-Applikationen zum Beispiel, mit dem Octavia AI-Bot binden. Super cool. Q3 haben sie dann vor, Train to Earn Launch. Users can train Octavia's latest Moderations Models and provide feedback to earn token. Und Q3 haben sie auch vor, dass man auch im Web einen Client released, wo man mit Octavia sprechen kann. Auch sehr cool. AI Autobahn, also heißt, dass Octavia automatisch erkennt, wenn ihr eben diesen Bot habt auf eurem Discord oder auf Telegram, dass er automatisch dann ja eben Leute bannt. Das ist im Moment leider noch nicht der Fall, aber das wird dann automatisch erkannt. Das haben sie hier vor, also zum Beispiel FAT oder halt auch Beleidigung halt ganz normal. Und Q4 wird sehr, sehr spannend, denn eine der coolsten Sachen dieses Jahr kommt da, und zwar in Chat Buys. Was heißt in Chat Buys? Hier steht, allows you to buy the project token within community chats. Also heißt, erlaubt es dir den Projekt, also den Token zu kaufen innerhalb dieses Chats. Also im Chat kannst du quasi da den Token kaufen. Sehr, sehr cool. Bin ich gespannt, wie das dann abläuft. Und Learn to Earn Launch, use Octavia as a learning tool and win rewards. Und 2025 wird super spannend, denn da kommen ja Q4
coole Sachen, zum Beispiel wie automatisches Trading. Heißt, du kannst hier Octavia als Hashtag oder als N quasi oder als Hang und schreibst: Octavia, kaufe mir 500 Euro an Bitcoin, wenn zum Beispiel Bitcoin unter 40.000 wieder fällt. Oder wenn der Bitcoin, wie ihr seht hier zum Beispiel anhand eines Events, ob das wirklich so klappt, wäre sehr, sehr krass. Also wenn das wirklich so klappt, hier steht ja, dass dann zukünftig man schreiben kann: kaufe mir 500 Euro an Bitcoin, wenn der nächste ETF genehmigt wird. Und wenn man das tatsächlich machen kann, das wäre auch sehr, sehr krass. Also das wäre wirklich krass. Ansonsten kommt jedoch Portfolio-Tracking und Expand Beyond Crypto-Communities. Und ansonsten kommt mehr im Laufe des Jahres. Also super spannend hier die Roadmap von Octavia. Sieht sehr, wirklich sehr, sehr cool aus und sehr, sehr coole Sachen, die mir super gut gefallen. Worauf ich echt gespannt bin, ob das was wird, beziehungsweise wie cool das wird. Ich vertraue hier natürlich dem Ganzen und finde das Projekt super cool. Wenn du das Projekt auch cool findest, dann folge gerne meinem Kanal. Dann verpasst du gar nichts mehr über Octavia. Und ich würde mich natürlich über auch ein Like freuen. Jetzt kommen wieder Aktivvideos, keine Sorge, Freunde. Nicht einmal in der Woche. Ich versuche ja mindestens zwei bis dreimal in der Woche Videos zu machen. Also Freunde, wir sehen uns jetzt im nächsten Video. Das wird auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr cool. Bleibt auf jeden Fall am Start auf meinem Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Habt einen wundervollen Tag und ciao, ciao.